Haben wir jetzt schon den Bosskampf oder? Was kommt jetzt? Das sieht gewaltig aus. Wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Ich auch nicht. Tatsächlich wartet nach diesem Kinderspiel eine noch viel größere Herausforderung auf dich. Hätte ich gewusst, wie leicht man dich ködern kann, hätte ich ein Stück Speck an einem Seil von der Decke hängen lassen. Das war wirklich reizend. Aber jetzt kommen wir zur Sache. Diesmal hast du hoffentlich mehr zu bieten als eine Portalkanone. Andernfalls bist du die längste Zeit der Präsident des Clubs der Lebendigen gewesen. Haha. Aber im Ernst, mach's gut. Oh nein. Das ist nicht gut. Hör nicht so wieder. Auf in den Kampf. Drohnen, die nicht schießen können. Oh, du warst beschäftigt. Tja. Wir könnten natürlich hier rumsitzen und einander anstarren, bis jemand tot umfällt. Aber ich habe eine bessere Idee. Dein alter Bekannter, tödliches Nervengift. Wenn ich oh, du Schreck. Wäre, würde ich jetzt für eine Weile die Luft anhalten. Wie schlimm. Ich habe so große Angst. Hallo? Ich hasse dich so sehr. Warnung, zentraler Kern zu 80% beschädigt. Seltsam, ich fühle mich gar nicht defekt. Ich fühle mich sogar ziemlich gut. Alternative Kern entdeckt. Oh, die sprechen über mich. Schließen Sie den Ersatzkern an, um den Kerntransfer einzuleiten. Kerntransfer? Du. Ersatzkern akzeptiert. Ersatzkern, bereit für den Transfervorgang? Jawoll! Beschädigter Kern, bereit für den Transfervorgang? Nein! Oh ja! Nein, 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 nein. Pakt entdeckt. Transfervorgang kann nicht fortgesetzt werden. Ja. Außer ein PAD-Mitarbeiter ist vor Ort, um die PAD-Auflösungstaste zu drücken. Lass mich drin! Lass mich drin! Tu es nicht. Ja, los, mach es! Drück nicht den Knopf, nicht so schnell. Denk darüber nach. Nur autorisierte Personen dürfen diesen Knopf drücken. Du bist nicht berechtigt dazu. Das hören wir auf Sie. Ja, stimmt. Du hast keine Berechtigung dazu. Aber du hast etwas viel Wichtigeres. Nämlich einen Knopf. Damit drückst du den Knopf. Täuscht Autorisierung vor. Das kommt auf die Liste deiner Zuwiderhand. Hat gelöst. Da war's. Zurück zur Kerntransferstation. Warte, und wenn das wehtut? Wenn das richtig wehtut? Oh, daran habe ich nicht gedacht. Oh, glaube mir, das wird es. Sagst du das jetzt nur so oder tut das wirklich weh? Das sagst du nur so, oder? Du willst nur, ich meine, das tut wirklich weh, oder? Wie schmerzhaft genau wird es? Hände weg von mir! Nein! Stopp! Nein! Nein! Tja. Nein! Wow! Sieh dir das an! Geschafft! Jetzt kontrolliere ich die ganze Anlage! Schau dir das an! Nicht schlecht, was? Freut mich. Richtiger Roboter! Kann man sie verbrennen? Bin ich nicht furchteinflößend? Oh, ja, der Fahrstuhl. Den rufe ich jetzt. Fahrstuhl, komm! Wie klein du doch aussiehst da unten. Ich habe immer gedacht, wie cool es wäre, wenn ich das alles kontrollieren könnte. Und Mann, ist das cool! Hast du das gesehen? Ja, ich bin ein verdammtes Genie! You are using this translation software incorrectly. Please consult the user manual. Was habe ich da gerade gesagt? Egal, ich kann es abrufen. Oh, tut mir leid, der Fahrstuhl. Ich bin so vergesslich. Dieser ja, Körper ist einfach nur eine Wucht. Unfassbar, wie klein du bist. Aber ich bin riesig.
werd jetzt nicht du auch noch böse. Sag mal, warum müssen wir ausgerechnet jetzt von hier abhauen? Oh, scheiße. Weißt du eigentlich, wie gut gedacht. Sich das anfühlt? Ich war das. Der winzig kleine Weekly hat das gemacht. Es war alles ihre Schuld. Na, scheiße. Getan. Ach echt, das glaubt ihr zwei also? Dann muss ich wohl was unternehmen. Was tust du da? Scheiße. Nein, nein, nein. Freu dich mal nicht zu früh, junge Dame. Weißt du, was du bist? Egoistisch. Was ich alles geopfert habe, um uns hierher zu bringen. Und was hast du gemacht? Nichts. Nada. Du kommandierst mich nur rum. Und jetzt? Wer ist jetzt hier der Boss? Wer ist der Boss, hä? Scheiße. Das bin ich. Ah! Siehst du? Das ist eine Kartoffelbatterie. Ein Kinderspielzeug. Jetzt lebt sie darin. Entschuldige, was? Die Techniker wollten unbedingt, dass ich mich benehme, langsamer werde. Einmal haben sie mir sogar einen Intelligenzdämpfer eingesetzt. Er hat sich wie ein Tumor an meinem Kern festgesetzt und einen Endlosstrang dummer Ideen erzeugt. Nein, ich höre gar nicht zu. Es war deine Stimme. Nein, nein, du lügst, du lügst. Wir müssen uns das hier noch anhören. Ich bin kein Schwachkopf! Ja, du bist der Schwachkopf, der mich zum Idioten machen sollte. Na, was sagst du jetzt? Wer ist dir der Schwachkopf? Könnte ein Schwachkopf dich in diese Grube treten? Hä? Könnte ein Schwachkopf das? Das ging ja gut aus. Hallo? Der Sturz. Na, wie läuft's? Wie geht's schon wieder zurück? Ich bin eine Kartoffel. Gut, mein Scheinapplausprozessor hat überlebt, den haben wir also. Weiterkommen, das heißt, wir kommen weiter, mit entsetzlicher Geschwindigkeit, aber da uns sonst nichts beschäftigt, hier einige Fakten. Er ist kein gewöhnlicher Schwachkopf, sondern das Ergebnis der Arbeit der besten Denker einer ganzen Generation mit dem Ziel, den größten Schwachkopf aller Zeiten zu entwickeln. Und du hast ihm eben die gesamte Anlage anvertraut. Das war ein Fehler. Gut, geht noch. Loch doch nicht unendlich ist, könntest du vielleicht einen deiner Stiefel ausziehen und mich hineinschieben? Du musst nur auf dem anderen Fuß landen. Das muss weh getan haben. Schleichen wir durch eine Baustelle durch.
Hardcore zu nehmen. Das sieht hier übel aus hier.
runtergegangen sind. Ich will ja eigentlich nach oben. Wann ist es euch im Stream aufgefallen? Sehen das dann wahrscheinlich immer mehr als ich. Das war der Fehler, dass ich mich da wieder vielleicht mich wieder runtergeschossen und dann. Ich muss doch einen Weg rüber geben. Da runter vielleicht. Ne, hier waren wir schon. Laufen. Vielleicht hier lang. Das kommt mir noch unbekannt vor. Eventuell sind wir hier richtig. Das sieht gut aus. Auf in den Bunker. In die Vault.
rein mit uns. Danger, keep out. Kein Schluck trinken. Trinken ist wichtig bei der Hitze. Okay, ist hier ist der Wächter wässrig. Das passt ja. Ist alles am zerfallen.
hat uns das gebracht? Okay, hier kommen wir weiter. Astronauten, Kriegshelden, Olympiasieger. Wir wollen nur die Besten und darum seid ihr hier. Also, wer stellt sich der Forschung zur Verfügung? Aber ja. Ihr habt euch auf der Party erst schon kennengelernt. Erlaubt, dass ich mich kurz vorstelle. Ich bin Cave Johnson. Mir gehört die Firma. Die nette Stimme von vorhin gehört Carolyn, meiner Assistentin. Sie hat eure Honorar bereits an eine gemeinnützige Organisation eurer Wahl überwiesen. Stimmt doch, Carolyn? Ja, Sir, Mr. Johnson. Sie ist das Rückgrat dieser Firma. Und hübsch obendrein, aber leider schon vergeben. Sie gehört der Wissenschaft. Okay. Da können wir nicht lang. Ab da oben können wir vielleicht. Forschungsabenteuer auftauchen könnten. Dein Testprogramm hängt von deiner Fähigkeit, der Welt deinen Willen aufzuzwingen ab. Alle, die heute das Rückstoßgel für uns testen, drücken bitte der blauen Linie auf den Boden. Für alle, die sich zur Injektion von Gottesanbetern DNA gemeldet haben, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Ach du Scheiße. Schlecht, der Test wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Gut, wir haben etwas viel Besseres. Du kämpfst gegen eine Armee von Gottesanbeterinnen. Nimm eine Waffe und folge der gelben Linie. Du merkst von selbst, wenn der Test losgeht. Na toll.